Hallo, liebe Lesefreunde, und herzlich willkommen. Diesmal nicht zu einem Lesemonat, sondern zu einem Format, zu dem mich Monemi inspiriert hat. Und zwar sind das meine Lesehighlights aus dem ersten Halbjahr 2020. Ich muss sagen, es war ein bisschen herausfordernd, aus knapp über 30 Büchern aus dem ersten Halbjahr diesen Jahres wirklich die absoluten Highlights rauszufiltern. Ich hatte zwar manche schon mal in den Videos erwähnt, aber man fühlt sich doch irgendwie so ein bisschen schlecht, weil man die anderen damit ja so ein bisschen vielleicht als Lowlights deklariert. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass sehr viele Bücher auch schön sind und jeden auch unterschiedlich ansprechen. Aber in diesem Video möchte ich euch insgesamt vier Bücher zeigen, die mich im letzten halben Jahr sehr inspiriert haben, zum Nachdenken gebracht haben, die ich auch mit Freunden hier diskutiert habe und die auch positives Feedback bekommen haben, sodass ich euch die auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Mein erstes Buchhighlight in diesem Jahr habe ich auch direkt im Januar gelesen, und zwar ist es Tochter des Glücks von Lisa See. Dieses Buch ist die Fortsetzung von Töchter aus Shanghai, welches die zwei Schwestern Pearl und May Anfang des Zweiten Weltkriegs aus Shanghai in die USA begleitet, wo sie sich ein neues Leben aufbauen und auch sehr, muss ich sagen, ein Kapitel amerikanisch-chinesischer Geschichte aufgezeigt wird, was mir nicht so bekannt war. In Tochter des Glücks begleiten wir die nächste Generation, Joy, die die Tochter einer der beiden ist, von Amerika, wo sie eigentlich aufwächst, mit aber auch trotzdem den chinesischen Werten, nach China. Denn dort beginnt gerade die Volksrepublik China zu erblühen, und Joy ist so begeistert von dieser Entwicklung, dass sie sich dem Aufbau dieses Staates anschließt und ja, gegen den Willen ihrer Mutter ehrlich gesagt nach China reist. Und was ich so toll fand an den Büchern von Lisa See, ist diese tolle Atmosphäre, die sie einfängt. Und ich möchte euch ein Beispiel jetzt hier aus Shanghai geben, die jetzt Mitte der 50er spielt, wo einfach das Ganze mal beschrieben wird, was damals hier passiert ist. Heute ist der Oktoberhimmel blau und die Luft ist klar. Die Khaki-Verkäufer des Herbstes haben die Wassermelonenmänner des Spätsommers ersetzt. Ein Händler mit hoher, dünner Stimme preist seine in Lebertran gebratenen Küchlein aus Rettich und Kohl an. Ein Tofu-Hersteller schiebt einen Holzkarren vor sich her und singt ein Loblied auf seine vollkommenen kleinen weißen Würfel. Die Frauen verbringen, selbst in der neuen Gesellschaft, mindestens 3 Stunden pro Tag damit, Essen zuzubereiten, auf zahlreiche Märkte zu gehen, zu schneiden, zu kochen und sauber zu machen. Um diese Zeit tragen sie Thermoskannen zum Heißwasserladen oder Körbe zu den von der Regierung betriebenen Geschäften, um frische Sojamilch und Schmalzgebäck zu holen. Ich sehe viele Dienstboten, Bauernmädchen, Mädchen vom Lande, die man leicht an ihren geblümten Blusen, den mit einer Schnur zusammengebundenen Baumwollhosen und selbst gemachten Schuhen mit Papiersohle erkennt, stehen in langen Schlangen, die Lebensmittelkarten ihrer Herrschaft in der Hand. Falls ihr euch für China interessiert, für die Geschichte Chinas und vor allem den Aufbau der Volksrepublik, ist dieses Buch wirklich sehr gut geschrieben, einprägsam und hat mich ehrlich gesagt in manchen Szenen wirklich geschockt, wie brutal es hier war, auch mit der Kulturrevolution und was hier eigentlich passiert ist. Also wirklich empfehlenswert. Das zweite Buchhighlight in diesem Jahr war Nadel im Himmel von Patrick Hofmann für mich. Wir haben den Protagonisten Oliver, der in einer sächsischen Kleinstadt in normalen, vielleicht so ein bisschen Assi-Verhältnissen aufwächst, allerdings das Glück hat, dass seine Begabung für die Mathematik relativ früh erkannt und gefördert wird. Er ist nicht so der komplette Mathe-Nerd, er ist aber auch nicht komplett normal, schafft es aber irgendwie, diese beiden Welten oder diesen Grat ganz gut zu vereinen und sein Leben ja zu leben und auf die Mathematik auszurichten. Und damit ihr ein bisschen versteht, was ich meine, würde ich euch gern ein Beispiel vorlesen, das passiert, während er auf der Mathe-Olympiade ist und gerade versucht, diese sehr schwierigen Aufgaben zu lösen. Oliver wartete. Die Geräuschkulisse eines Saals, Gekritzel auf Papier, Räuspern, Husten hier und da, ein Stift, der von einem Tisch fiel, Wasserflaschen, Schraubverschlüsse, Oliver lauschte in sich hinein.
Ein Pochen, ein Schwirren, ein paar Töne. Ihm war kalt. Von der Klimaanlage. Aber das war gut für das Gehirn. Kühl, klar sollte es anfangen zu schnurren. Die Energie stieg in seinem Körper nach oben. Etwas klang in ihm auf, das er für Monteverdi hielt, bis er sich immer sicherer wurde, dass die Takte aus Händels G-Moll-Orgelkonzert stammten. Die Unterarme auf der Tischplatte, den Stift in der Hand, schrieb er die ersten Bedingungen. Auf einmal ging es los. Opus 7. Er warf einige Schlussformeln aufs Papier, spielte die extremen Situationen der Aufgabe durch. Die Gnade eines hellen Geistesstroms. Opus 7, Nummer 5. Andante, Larghetto e Staccato. Er konzentrierte sich auf die Formeln. Die Musik lief im Hintergrund. Er schrieb ein Blatt, zwei Blätter voll, ordnete die Möglichkeiten des Spiels, versuchte sie von dem einen oder anderen Ende her zu vereinen. Die Kürzungen, die sich ergaben, bestärkten ihn in dem Glauben, auf dem richtigen Weg zu sein. Schließlich konnte er eine elegante Gleichung und drei klare logische Ableitungen formulieren. Da wusste er, dass er die Lösung gefunden hatte. Denn obwohl das kein verlässliches wissenschaftliches Kriterium darstellte, hielt man auf Schönheit stets große Stücke bei der internationalen Mathematik-Olympiade. Wirklich ein ganz tolles Buch. Wer von Mathe nichts versteht, ist hier auch gut aufgehoben, denn es geht hauptsächlich eigentlich um Oliver und sein Leben. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, das Buch hat wirklich ein ganz, ganz überraschendes Ende. Ich zerschmilze hier übrigens gerade bei 32 Grad Zimmertemperatur und 38, 39 Grad Außentemperatur. Falls ich also einen roten Kopf habe, macht euch bitte keine Sorgen. Ich trinke auch genug Wasser. Es ist halt einfach nur gerade zu heiß. Allerdings erinnert mich dieses Wetter auch an laue Sommernächte in New York, wie sie die vier Geschwister Vanya, Daniel, Carla und Simon in ihrem Buch Die Unsterblichen von Chloe Benjamin relativ oft erleben. Ich hatte das Buch schon mal im Lesemonat Mai besprochen. Es ist wirklich eines meiner absoluten Highlights. Das Buch beginnt nämlich damit, dass sich die vier Geschwister von einer Wahrsagerin ihren Todeszeitpunkt voraussagen lassen und sich dadurch alle vier Lebenslinien recht unterschiedlich entwickeln. Wie das Ganze anfängt und wie das bei der Wahrsagerin ist, möchte ich euch jetzt vorlesen. Sie nimmt Vayas Hand, mustert zuerst die Form der Handfläche, dann die stumpfen, breiten Finger. Sanft biegt sich Vayas Daumen nach hinten. Er lässt sich nicht weit biegen. Sie untersucht die Zwischenräume zwischen Ringfinger und kleinem Finger. Sie drückt die Kuppe von Vayas kleinem Finger. »Wonach schauen Sie?«, fragt Vaya. »Nach deinem Charakter. Schon mal von Heraklit gehört?« Vaya schüttelt den Kopf. »Griechischer Philosoph. Der Charakter des Menschen ist sein Schicksal. Das hat er gesagt. Die beiden sind miteinander verbunden wie Geschwister. Möchtest du die Zukunft wissen?« Sie zeigt mit ihrer freien Hand auf Vaya. »Schau in den Spiegel.« »Und was ist, wenn ich mich ändere?« Es scheint Vaya unmöglich, dass ihre Zukunft bereits in ihr ist, wie eine Schauspielerin, die jahrzehntelang hinter den Kulissen auf ihren Auftritt wartet. »Dann wärst du eine Ausnahme, denn die meisten Menschen ändern sich nicht.« Die Wahrsagerin dreht Vayas Hand um und legt sie auf den Tisch. 21. Januar 1944. Sagt sie so sachlich, als würde sie die Temperatur angeben oder den Gewinner eines Baseballspiels nennen. »Du hast noch viel Zeit.« Einen Moment lang hüpft Vayas Herz. 2044 wäre sie 88, ein respektables Alter zum Sterben. Leider bekommen nicht alle Geschwister so ein langes Leben von der Wahrsagerin vorhergesagt. Und die Frage, die in diesem Buch immer wieder mitschwingt, ist wirklich, ist unser Schicksal vorherbestimmt? Und können wir es beeinflussen? Werden wir es beeinflussen, wenn wir unseren Todeszeitraum wissen oder nicht? Das vierte und letzte Highlight in diesem ersten Halbjahr 2020 war für mich »Alles, was Sie sehen, ist neu« von Annette Paint. Dieses Buch beschreibt die imaginäre Republik Kirtan, die aber ehrlich gesagt sehr, sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem heutigen China. Und wir beginnen das ganze Buch am Anfang mit einer Reisegruppe, die in dieses Kirtan reist. Und auf einmal passiert es, dass ihr Reiseführer Nime nicht mehr da ist. Und wir verlassen eigentlich damit diese Reisegruppe und begeben uns in diese Gesellschaft rein, die als roten Faden immer wieder Begegnungen mit Nime hat. Also wir sehen einen Bauarbeiter, der mit Nime auf einmal zusammenarbeitet. Wir sehen seine Familie aus seinem Dorf, wo er ursprünglich herkommt, wo Nime dann in die Stadt geht, um Tourismusleiter zu werden. Und
Man kann das Ganze auch nicht so in dem zeitlichen Kontext manchmal einordnen. Man weiß jetzt nicht, war das vor der Reisegruppe, ist das nach der Reisegruppe. Aber es ist ein Buch, was sehr, sehr eindrücklich ist und meiner Meinung nach ziemlich gut beschreibt, wie China heute tickt und ja, wie, was hier gerade eigentlich alles so passiert. Deswegen möchte ich euch das auch nochmal ganz besonders ans Herz legen. Ich werde da jetzt nichts draus vorlesen, denn ich habe von den anderen drei Büchern schon genug vorgelesen. Ich glaube, das Video wird schon lang genug. Kennt ihr das Lied? 36 Grad und es wird noch heißer. Genauso fühle ich mich jetzt gerade. Und wenn ihr ein paar Tipps und Strategien vielleicht schon entwickelt habt, um dieser Hitze entgegenzuwirken, oder aber Anmerkungen und Fragen zu meinen vier Buch-Highlights habt, dürft ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne, hoffentlich nicht zu heiße Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.